Die Bewohner des Campingplatzes Sinzig-Westum bei Bonn, die sind verzweifelt. Jeder Bewohner soll seinen Stellplatz auf eigene Kosten abreißen. Nur wo sollen die Dauercamper jetzt so schnell eine neue Bleibe finden? Viele von ihnen haben ihre Hütten, ihre Wohnwagen als Hauptwohnsitz genutzt. Wir waren dort. Sie können sich nicht vorstellen, wie es mir geht. Mein Körper spielt nicht mit. Ich bin mit den Kräften am Ende. Wo sollen wir denn hin? Nirgendwo. Hier haben wir unser fester Wohnsitz, alles weg denn. Wir sind fertig. Wir sind einfach nur fertig. Das ist der Campingplatz Sinzig-Westum bei Bonn. Seit den 70er Jahren leben hier 129 Bewohner inmitten der Natur. Doch jetzt wurde allen gekündigt. Anfang der Woche kam der Brief vom Campingplatzeigentümer, der alle in Angst versetzt hat. Darin heißt es, die Nutzung des Campingplatzes muss sofort eingestellt werden. Die Aufbauten sind so schnell wie möglich zu entfernen. Unbefugtes Betreten des Campingplatzes wird zur Anzeige gebracht. Für die erwerbsunfähige Josefine Runkel ist der Campingplatz ein wahrer Zufluchtsort. Hier ist noch Natur pur. Ja? Und das ist für mich seelischer Aufbau gewesen. Weil ich habe eine Trennung, eine Scheidung, bla bla bla, den ganzen Quatsch habe ich hinter mir und habe mir hier was gesucht, wo ich wieder zum Leben komme. Bald 10 Jahre lebt Josefine hier nun schon dauerhaft in einem Mix aus Wohnwagen und angebauter Hütte. Das ist mein Reich natürlich. Sah es schon mal besser aus. Ja, das ist meine Küche. Da der Durchgang für den Wohnwagen und da mein Schlafbereich. Eigentlich darf Josefine Runkel ihr Reich laut Brief gar nicht mehr betreten. Aber wie soll sie ausziehen, ohne zu packen? Mehr kann ich nicht. Ich kann mich nicht zerreißen. Ich muss die andere Wohnung erst mal herrichten. Das müssen andere Mieter auch, aber die haben 3 Monate Zeit. Und die gewährt man mir ja auch nicht. Auch Petra und Jakob Dreissen befinden sich in der gleichen Situation und müssen schnell ein neues Zuhause finden. Wir haben erst mal Wohnungsnot. Sind wir selber. Überall. Wir waren schon 7 Wohnungen abgelehnt. So, haben die anderen bevorzugt. Mehr als gucken kann man nicht. Morgen haben wir noch eine Besichtigung. Wenn es klappt, gut, haben wir eine Wohnung. Wenn nicht, wohin? Das Ehepaar lebt hier seit über 6 Jahren. Wie viel Geld haben Sie hier auch investiert? Über 3.000 Euro haben wir schon hier reingesteckt. Ja. Und Sie sind hier gemeldet als Erstwohnsitz? Ich bin hier gemeldet als Erstwohnsitz, ja. Dauerhaftes Wohnen ist auf Campingplätzen eigentlich nicht erlaubt. Bei einer Pacht von nur 920 Euro im Jahr jedoch verführerisch. Wie die Bewohner das Verbot umgehen, erklärt uns der Bürgermeister von Sinzig. Wenn eine Anmeldung erfolgt im Hinblick auf den Wohnsitz, findet ja nicht automatisch eine baurechtliche Prüfung statt, ob diese Fläche, ob der Wohnraum auch zugelassener Wohnraum ist, um entsprechend dort Wohnnutzung betreiben zu können. Es wird einfach eine Adresse angegeben und unter der Adresse ist man dann gemeldet. Ob das dann eine Wohnnutzung ist, ob das eventuell ein gewerblicher Raum ist, das wird ja vom Einwohnermeldeamt nicht geprüft. Der Grund für die Räumung des Campingplatzes ist allerdings ein anderer. Der Besitzer der Anlage möchte ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführen. Für Dauercamperin Josefine eine Tragödie. Dafür gibt's keine Worte. Ich verstehe das einfach nicht. Kleines Trostpflaster, die Stadt Sinzig lässt die Bewohner nicht hängen und stellt immerhin für die Suche nach einer neuen Wohnung jedem ein Zimmer zur Verfügung.